Hi, liebe Leute, ich schiebe hier gerade meinen technischen Hometrail, mein schweres EMTB hoch. Und vielleicht seht ihr es hier, haben wir auch viele Steine und Felsen. Und ich bin jetzt quasi im ersten Praxisvideo von den Magnetpedalen. Also ich habe ja die MagPad Ultra. Ich verlinke jetzt nochmal in die Videobeschreibung das Video, wo ich die montiert habe und erklärt habe und schon mal den ersten Umkipptest gemacht habe. Und wollte mal gucken, wie quasi sich die Pedale mit diesem Magnet Teil statt normalen Klicksystem, aber auf einem Flat-Pedal, wie sich das halt so anfühlt für mich als Flat-Pedal-Fahrer. Ich habe aber auch Clicky-Erfahrung durch meine Marathon-Rennen. Ich fahre sehr gerne Mountainbike-Marathon. Deswegen kenne ich beide Welten. Und ja, jetzt bin ich im Trail und für mich war ja, wie gesagt, sehr wichtig. Das habe ich im ersten Video schon mal probiert. Da war ich aber auf einem ganz normalen Kellerboden. Jetzt, wie ist denn das mit diesem Cleat? Seht ihr hier, das ist dann der Magnet. Wie ist das, wenn man irgendwo schieben muss, weil jeder kennt das, gerade wenn man alpin fährt, aber auch sonst gibt es Trage- und Schiebepassagen. Die Schuhe haben einen sehr guten Grip, muss ich jetzt echt wirklich sagen, hier an der Sohle, das funktioniert ziemlich gut. Und ja, ich habe immer noch das Gefühl, das kann ich jetzt quasi Outdoor bestätigen, dass ich nicht wie mit so richtigen Racing-Klickpedal-Schuhe, wo man so wie auf hohlen Eiern geht, wo man dann immer mit dem Metallding auf dem Boden so knarzt. Also der hat sich hier ganz schön, ist ja da integriert in die Sohle, das heißt, man kann ja wirklich normal laufen, das ist schon mal ein gutes Feedback beim Schieben. Und jetzt wollte ich mal erzählen, was meine bisherigen Erfahrungen waren beim Fahren. Ich werde dann im nächsten Video noch Sprünge angehen, technische Sachen und den Bergauf-Check machen, Leistungsgewinn und wie es sich so vom Kopf anfühlt. Das mache ich aber dann lieber mit der GoPro am Helm, weil dann seid ihr live dabei, wenn ich es erlebe. Jetzt gebe ich euch schon mal Feedbacks von dem, was ich bisher beim Fahren erlebt habe. Ja, oft beim technischen Trailfahren ist es so, Anfahren im Trail bergab ist so ein Thema. Und jemand, der Klicks hat, wird es vielleicht schon so ein bisschen im Blut haben, aber trotzdem im Vergleich ist es zum Flat-Pedal-Thema immer noch ein riesiger Unterschied. Ich will losfahren und muss direkt auch mich gut einklicken, dass ich nicht nur auf dem Pedal doof stehe, sondern geklickt bin, wenn ich halt gerne geklickt fahre. Und die MagPads bieten ja diese Option. Kann man natürlich beide entscheiden. Man kann auch die Flat-Seite gut fahren, aber mir geht es jetzt gerade um das Klickthema und ich habe ja schon gesagt, wenn man rausklickt aus dem MagPad, dann geht immer sofort die schwere Seite mit dem Magnet nach unten. Das heißt, ich muss erst mal mit dem Fuß quasi so kommen, das Pedal umdrehen und dann kann ich mich einklicken. Ja, das funktioniert gut, aber wie gesagt, ich mache jetzt nochmal den Falltest. Also, dass ich sage, wenn ich merke, es geht gar nicht, ich komme aus den Dingern gut raus, weil die nicht so fest sind wie Klickpedale. Ja, also dieser typische Umfaller ist da eigentlich so gut wie gar nicht relevant. Nur jetzt steht das Pedal wieder so, dass die ohne Magnetseite oben ist. Und ich müsste jetzt, wenn ich Magnetseite haben will, entweder so von hinten kommen, das mitdrehen und dann einklicken. Habt ihr schon gemerkt, als Flat-Pedal-Fahrer, ich muss sofort mich konzentrieren, dass ich auch rausziehe, damit ich nicht drin hängen bleibe. Ja, dann geht es schon, aber man muss da ein bisschen mitdenken. Also die Umstellung ist auf jeden Fall relevant. Wenn man jetzt von Clickies kommt, dann ist es wahrscheinlich eher eine Erleichterung. Wenn man von Flat Pedals kommt, wie ich, muss man sich doch erstmal dran gewöhnen. Aber dann läuft es schon ganz gut. So, ich fahre jetzt die Flat-Seite ohne Magnetteil, ohne Klickmechanismus quasi. Ja, und ich habe einen guten Grip. Ich fahre jetzt mal hier so rein. Vielleicht kann ich auch noch einen kleinen Versetzer machen. Ja, guter Grip. Aufpassen und durchziehen. Ja, also, das ist jetzt quasi so dieses Hybrid-Ding, dass ich sagen kann, im Vergleich zu diesen Bärentatzen mit halb-halb, halb-Klick, halb-nicht, halb-Bärentatze, ist jetzt wirklich so, wenn ich sage, der Trail ist so schwierig oder es ist so rutschig und matschig, ich stelle auf den Fuß raus, ich kann dann sehr gut die Flat-Pedal-Seite fahren, ohne dass ich dieses Eisen-auf-Eisen-Gefühl habe, schlechter Grip. Also da muss ich jetzt sagen, als Skeptiker eigentlich bin ich jetzt schon sehr angetan davon, für die Leute, die beides haben wollen. Klickgefühl für Strecke machen, bergauf oder für Steinfelder. Wenn sie das Gefühl haben, sie sitzen dann einfach fester drin. Und dann sagen aber, bei anderen Trails oder Bedingungen möchte ich lieber flat fahren. Bisher überzeugt mich das Prinzip doch schon. Gibt es ein paar kleine Sachen. Ja, jetzt würde ich einfach mal gucken, wie es jetzt ist. Direkt der Umstieg, gleiche Stelle, jetzt geklickt. Und wie gesagt, ich bin eher total auf Flat Pedals geprägt. Sprich, ich bin nicht routiniert und komfortabel mit Clickies schwierige Sachen zu fahren. Jetzt fängt es an. Zack, ich muss erstmal gucken.
geklickt. Ja, wenn du einen Baum hast, mein bester Freund, der Baum, sage ich immer, ne? Solange ihr nicht mit Highspeed ankommt und einen Baum umarmt, das tut dann weh, sonst hilft er beim Aufsteigen, wenn man Clickies fährt. So kann ich mich halt direkt positionieren, mein Pedal richtig drehen. Hier war eine Wurzel, komme ich da rum, ja. Das heißt, wie bei vielen Dingen beim Biken ist jetzt eine Kopfsache. Wie sehr vertraut mein Kopf daran, dass ich weiß, ich bin zwar geklickt, aber ich komme trotzdem raus im Fall der Fälle. Also ich gehe jetzt mir einfach mal ein. Okay, ich bin safe. Okay, kleiner. Wow. Und jetzt raus. Ja, geht. Ah, ich muss zugeben, also wenn ihr, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist, mit Clickies oder ohne, oder wenn es andere MacPad-Fahrer hier schon gibt, die das auch mal erzählen wollen. Also ich muss sagen, mein linker Fuß, bei dem komme ich immer so raus, als wenn es nichts wäre. Und rechts hatte ich jetzt schon zweimal so Momente am rechten Fuß, wo ich so dachte, okay, Fuß runter, so als Reflex. Und einen Moment gemerkt habe, oh, hängt irgendwie. Und dann so leicht panisch wurde, so, aber nach raus. Also vielleicht hat man das so links, rechts Gefälle, einen starken, schwachen Fuß. Und ich bin jetzt mal absichtlich links raus, weil ich mich hier am Berg abstützen wollte. Ich hätte ein bisschen Schiss gehabt, rechts rauszugehen, weil da ist das Tal. Da geht es richtig runter und das ist mein schlechter Fuß, mit dem ich irgendwie ein bisschen schlechter aus dem Pedal rauskomme. Sonst Hinterrad versetzen oder enge Kurven fahren hat sich gut angefühlt. Ja, also ich fahre jetzt wieder mit der Magnetseite und man merkt halt, je nachdem wie das Magnet greift, an manchen Stellen hat es ein bisschen mehr Grip, bei manchen geht es relativ schnell wieder raus. Also ich bin jetzt nicht sehr stabil drin, bisschen Fuß bewegen. Ja, jetzt geht's. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Man merkt halt, wenn du richtig Klick machst, dann sitzt quasi Magnet auf Magnet, passt gut und dann hast du auch wirklich richtig guten Halt. Aber wenn du nur so halb drauf sitzt, weil dein Fuß so leicht schief ist oder so, dann hast du zwar den Magnet, zieht an, aber du hast nur so ein bisschen Grip. Und das ist mir eben beim Bunnyhop schon so ein bisschen der Fuß weggegangen. Könnte aber auch noch ein bisschen sein, weil ich vielleicht noch zu sehr im Flat-Pedal-Modus war. Weiß man jetzt nicht, aber ja, ich würde sagen, probiert mal damit rum, wenn ihr die Pedale habt, könnt ihr mal berichten. Mein Fazit bisher, wenn ihr auf dieses Clicky-Feeling steht, aber trotzdem die Flat-Sache haben wollt, schon recht geil. Ich fahre halt eh nur Flat, deswegen ist mir relativ egal. Ich brauche auch keinen Klick und brauche das Klickgefühl nicht. Aber ich kann es gut nachvollziehen, wenn Leute, die das halt kennen und mögen, auch haben wollen. Und diesem Hybrid-Ding mit Magnet statt Klickmechanismus macht für mich schon irgendwie Sinn. Und ich finde es jetzt auch technisch ausgereift und umgesetzt. Also ich denke mal, im Vergleich zu den allerersten Modellen, die es davon gab, ist es jetzt sehr funktionell. Ich muss mal gucken, wie es bei krasser Matsche ist und wie es bei Sprüngen ist. Das werdet ihr euch dort berichten mit dem GoPro-Vlog, wo ihr live dabei seid. Also anfahren im Trail. Ich habe jetzt eine breite Trailstelle, noch am Anfang vom Trail für bergauf. Jetzt muss ich wieder gucken. Jetzt will ich wirklich sofort in das Klick rein, weil ich will ja beim Bergauffahren das Klick-Ding nutzen. Und jetzt muss ich, wie gesagt, meine Strategie. Das Pedal stellt sich von alleine immer so halb und dann muss ich mit dem Fuß so hinten nach vorne kicken, damit das Pedal Magnetseite nach oben kommt. Ich denke mal, das ist eine Gewohnheitssache, das zu trainieren. Ja, bin drin. Okay, also gute Linienwahl. Mal gucken, die sehen recht trocken aus, die Wurzeln. Oh, okay. Beim E-Bike natürlich alles ein bisschen einfacher. So, und wie stark ziehe ich? Okay, also. Ja. Sieht sich ganz gut an. Also, die Frage ist, wie stark zieht man? Also, ich merke gerade, als Flatpedal-Fahrer, ich bin es nicht gewohnt zu ziehen. Und ich würde das eher so, wenn ich eine Straße hochfahre, oder einen breiten Weg, so hochflowe, dann würde ich auch mehr ziehen. Jetzt drücke ich mehr. Das heißt, es gibt auch ein paar Studien zu, dieses Ziehen am Pedal. Ich kann das mal ohne so eine Trockenübung vormachen. Also ich mache es mal rückwärts, aber dass man quasi hochzieht. Das ist ja so quasi ein theoretischer Vorteil von Klickpedalsystemen oder halt dem hier. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so Strecke mache und ich will einen runden Tritt haben, dann spüre ich das leicht ein bisschen und merke, der runde Tritt fällt mir auch leichter. Aber jetzt in so einem richtig steilen Trail, ja, könnt ihr mal schreiben, ob ihr da stark zieht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also ich habe jetzt gerade, obwohl ich eingeklickt habe, nicht viel gezogen, weil ich musste gucken, dass ich halt gut über die Wurzeln hochkomme. Und das geht so schnell und man hat dann hier seine Muskelarbeit, man kommt in einen guten Tritt, wie man es gewohnt ist. Ja, muss ich mal gucken, wie ich in ein paar Wochen sage, wenn ich das Ding mehr gefahren bin, ob ich vielleicht dann auch im Steilen mehr ziehe. Gerade eher nicht. Mal gucken.